Hallo, liebe Poco-Freunde, Obidi hier und ja, das Gemetzel in der Meisterliga geht natürlich weiter mit dem Team. Mal gucken, was es heute so bringt. Leider schaffe ich heute nur zwei Sets und eins kann ich mir für morgen abspeichern. Aber das sollte schon in Ordnung gehen. Okay, Lugia. Lugia. Dann gehen wir rüber. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Ja, mach eh denselben Zug. Von daher werde ich wahrscheinlich eh gleich ein Schild kriegen. Von daher vollkommen okay. So, das ist ja schon schön. Oder auch nicht? Perfekt. Okay, ich glaube, das war ein Gleichstand oder irre ich mich? Wäre cool, wenn es so gewesen wäre. Oh, er hat geschildert, glaube ich. Er hat, glaube ich, geschildert. Ich glaube, ich gehe in Palkia, ja. Ich werde hier schön. Ja, Luftstoß, guter Schild. Na, war er schlau? Ja, ich glaube schon. Aber er muss dann Draco fürchten, ne? Ja. Ah, Draco schaffe ich nicht mehr. Ich hoffe, ich habe gedrückt. Oh, guter Schild. Sehr, sehr guter Schild. Übrigens werde ich mich zu den Raid-Pässen Sonntag in einem Video zu äußern. Falls ihr das vermisst. Weil ich will mich zu diesem Thema auch unbedingt äußern. Ich denke mal, meine Meinung werdet ihr wahrscheinlich kennen. Meine Meinung ist die Meinung der Mehrheit, kann man in dem Fall sagen. Ja, aber wir gucken mal, was Sonntag, was ich da so von mir gebe am Sonntag. Wir konzentrieren uns erstmal jetzt hier auf PvP. Das heißt, Sonntag wird es sogar zwei Videos geben. So, Strangy Top ist der nächste Gegner. Ho-Oh gegen Ho-Oh. So, er hat einen 100er. Finde mal schön, dass sie mir hier was schenken. Ja, ist in Ordnung. Dann gehe ich auf Sturzflug und gehe in Palkia. Werde hier nicht chillen. Ja, das tut weh. Aber ist in Ordnung. So, was kommt rein?
Sehr schön. Draco muss er respektieren. Dann gehe ich hier rein. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Weil wir gehen hier rüber. Er gewinnt den Gleichstand. Schade. Ja, den nächsten lasse ich durch. Weil er hat eh einen Eisenschädel ready. Ich muss die Attacke durchlassen. Ah, ich glaube, ich verliere das hier. Ja, aber jetzt. Ja, jetzt kommen die Feuerodem. Jetzt vernichten mich die Feuerodem leider. Ja, er kann leider runterfahren. Ärgerlich. Na, schwieriger Kampf. Na, schade, dass ich ihn nicht eher weghauen konnte. Wäre schön, wenn ich sein Ho-Oh hätte besiegen können. Dass ich quasi das letzte Einäscher noch vielleicht überlebt hätte. Das wäre schön gewesen. Hier bleiben wir immer drin. So, diesmal respektiere ich den Donner. Sag ich so, wie es ist. Na, oh, der geht auf Eisenschädel. Er geht einfach auf Eisenschädel. Oh, sehr schön. Ich konnte mir sogar noch einmal Energie holen. So, was kommt rein? Ich gehe in Seychen. Ich werde hier nicht schön. Ja, Pferdestärke tut ein bisschen weh. Wir gehen erstmal auf Knuller. Jetzt gehen wir auf Nahkampf. Jo. Jetzt lassen wir die Wechseluhr runterticken. Er wird wahrscheinlich blind auf den Donnerschlag gehen. Schade. Ich schilde nicht. Rüber. Ja. Und das ist gut, dass ich rübergegangen bin. Oh ja. Und der Gegner gibt auf. Perfekt. Schild hätte ich eh für Palkia aufgehoben. Von daher ist das echt perfekt. Und Pferdestärke hat ja der Gegner eingesetzt gehabt. Das läuft doch, der Kampf. Beziehungsweise das Z. So, nächster Kampf. Wichtigste ist halt positiv hier aus den Kämpfen zu gehen. Vasili XX. Gen 3 Fanschreimer. Ja, Ho-Oh gegen hier Mr. Lawine, Mammutl ist eigentlich recht okay. Ja, er kann ruhig zuerst einsetzen.
Eine Lawine killt mich nicht. Ich weigere mich aber auch ab, mich abzuschwächen. Er schildert, perfekt. Eine Schilden. Ich hoffe. Komm. Okay, runterfarmen kann ich also nicht. Schade. Aber wir können uns den Wechsel holen. Genau, Sturzflug. Er lässt durch, gar nicht doof. Zum nächsten Sturzflug kommen wir nicht, schade. Ja, er braucht hier ein Erdbeben. Beziehungsweise mehr als ein Erdbeben. Wir gehen hier auf Nassschweife. Oh, bitte sei nicht in Farmreichweite, Palkia. Er geht auf Sternenhieb, okay. Oh, ich wollte auf Nassschweif gehen. Nein. Ich wollte gerade auf Nassschweif gehen. Komm. Ja, das bringt mir nichts, scheinbar. Wobei, ich habe Energie auf. Ja, ich schwäche mich zwar einmal ab. Ich hoffe, das ist aber okay. Ich bin um zwei Teilungen zweimal gesunken, ne? Ah, ich gehe auf Nahkampf. Nahkampf müsste jetzt bei ihm auch reichen. Und, jawohl. Sehr schön, trotz dass der Gegner Metaros hatte. Ja, ich glaube, Erdbeben wäre besser gewesen. Oder Psychokinese, aber vielleicht war das auch ein Gegner mit nur einer Attacke. Wobei, ich kann ich heute eigentlich nicht mehr glauben, dass es noch hier Gegner gibt, die nur mit einer Attacke spielen. Aber die sind positiv. Und das ist auch gleich positiv. Kampf beginnt. Gegen Alpha Zero Z51. Wieder Ho-Oh gegen Ho-Oh. Schwierig. Gegner hat wieder ein 100er, ich nur ein 98er, das ist aber nicht schlimm. Ich lasse Sturzflug immer durch. Ja, ich gehe nur auf Läuterfeuer. Weil einen Sturzflug überlebe ich eh. Aber nicht, wenn ich mich abschwäche, genau. Ah, genau, jetzt macht sein Sturzflug weniger. Ja. Dieses Mal gewinnt er leider den Gleichstand. Verteidigung ist zweimal gesunken. Okay, er lässt drauf gehen, perfekt. Ja, ich muss runterfarmen lassen. Ist vollkommen in Ordnung, wir gehen hier in Seychin. Und ich lasse, glaube ich, den Eisenschild sogar mal durch. Ja, weise Wahl. Wie machen wir das?
Ich glaube, schäle ich. Ja, ne? Ich schäle. Ah, schwierig. Schwieriges Ding. Wechseluhr ist noch nicht um. Wechseluhr ist noch nicht um. Draco, 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 Draco. Ah, ich krieg noch einen Eisenschild ab, ne? Ah, Mist. Ich dachte, ich kann noch schnell einsetzen. Dass er den Wechsel vielleicht nicht mitkriegt. Aber ja, dadurch haben wir es jetzt verloren. Schade. Schade, schade, schade. Mein Dings war leider zu low. Mein Seeschen. Schade, gegen Panzer Aeron super geholt, aber dadurch konnte leider die Jäger farmen. Und ich hätte nicht drüber gehen dürfen. Ich hätte lieber. Ja, ich hätte lieber warten sollen. Bevor ich den Nassschweif einsetze. Aber einsetzen. Oh nee, ich hätte nicht schön dürfen. Ich hätte wahrscheinlich nicht schön dürfen. Das Problem ist, die Patronenhiebe hätten so viel Schaden gemacht. Wir gehen jetzt ins nächste Set. So. Nächstes Set. Wir sind immerhin 17 Punkte nach oben geschossen. Also die Hauptsache, dass das Set positiv war. 141 Ghost Gary. Ja, Giratina ist auch okay. Erstmal. Er hat etwas später eingesetzt, was okay ist. Spuckball überlebe ich hier immer. Ich gehe auf Sturzflug. Gehe jetzt auf Palkia. Und locke wenigstens Torgekiss raus, was gut ist. So. Ah, er wird wahrscheinlich auf Antikraft gehen, ne? Geht er auf Flammenwurf? Ah, geht er auf Flammenwurf? Ja. Ah, ich hätte aber auch nicht abfangen können. Sehr schön. Er schildert, okay. Ja, ist in Ordnung. Ladeattackenleistung gewinnen wir. Der geht auf unheilbös, okay. Ich muss schilden. Ist einfach so. Ah, dieses Togekiss werde ich wahrscheinlich nicht los. Und hinten wird ein Dialga sein. Wahrscheinlich. Das ist Giratina, Togekiss, Dialga wahrscheinlich. Jetzt kommt Togekiss wahrscheinlich rein. Oder?
Ja, leider reicht ein Nahkampf gegen Dings nicht aus. Oh, und ich hätte gleich einsetzen sollen, ne? Weil jetzt hätte es schon ausreichen können. Ah, er hat leider den Schlagbohrer ready. Schade, kein Dialga, das hätte ich machen können. Nahkampf hätte vielleicht knapp nicht gereicht. Ja, ich hätte versuchen zu farmen so ein bisschen, ne? Dann hätte ich zweimal Nahkampf gehabt. Schade. Aber ich glaube, Stahlober gewinnt den Ladetag gleich dann gegen Seychen. Wenn ich mich nicht irre. So, Parzi. Okay. Mewtwo. Ja, hat er gut getimt. So. Rüber. Er kriegt eine Senkung rein. Dann kann ich hier. Brauche ich hier nicht schilden. Klar, wird immer noch gut Schaden machen. Aber auf Draco komme ich trotzdem. Entweder er schildet er oder sein Dings ist weg. Okay, sein Dialga ist weg. Ja, er kann leider runterfahren. Vielleicht mache ich das anders. Ich fahre wahrscheinlich mit Ho-Oh einfach runter, ne? Und muss wahrscheinlich gegebenenfalls zweimal schilden. So, Mewtwo macht nichts mehr. Perfekt. Ivetal ist auch perfekt. Das sollte ich eigentlich gewinnen. Schild ist da, perfekt. Ja, Ho-Oh hat genug Schaden gemacht. Orkan überlebe ich einen. Und jetzt kommt Seychin. Ja, er sieht sehr schön und kann aufgeben. Perfekt. So gefällt mir das. Hauptsache positiv nochmal heute. Das wäre ein Träumchen. Dann kommen wir Expert immer, immer näher. Morgen kann ich auch wieder alle Sets machen. Morgen habe ich dann sechs Sets. Super, Ecki, grüß dich, Kollege. Sehr schön, du bist im Video, mein Kumpel. Oh, die Jäger, schöne Führung. Muss vor Donner aufpassen. Ich hoffe, er hat nicht mein Video gesehen. Gehen auf Läuterfeuer. Will ich schön? Nö. Genau, habe ich mir schon mit gerechnet. So, und nächstes Läuterfeuer. Er schildert wieder. Okay, perfekt. Dann gehe ich in Seychin. Werde hier ein Schild investieren.
Zumindest eins. So, Nahkampf kommt. Ein Schritt haben wir noch übrig. Mal sehen, was kommt. Die Jäger ist weg. Was hat er noch? Wir gehen hier rüber. Okay, er hat ein eigenes Säschen. Interessant. Ich glaube, ein Schritt lohnt sich hier nicht. Ja, ist in Ordnung. Ah, ich glaube, den Kampf verliere ich. Ja, er hat einen Knüller, er hat sau viel Energie. Ja, schwierig. Schwierig. Ich habe zwar noch ein Schild, aber der bringt mir wahrscheinlich nichts. Ich will zwar den Knuller hin. Ja, der wird nicht reichen. Der reicht leider nicht. Ja, bei weitem nicht. Da, GG. Bin ich trotz noch ein Schild runtergegangen. Hätte ich vielleicht doch Pike hier schilden sollen? Einen Knuller hätte ich auf jeden Fall abgekriegt. Ja, ich hätte trotzdem schilden sollen. So. Ja, bei ihm war schlau, dass er zweimal geschildert hat. Minako, DDDD. Ah, oh, geht gerade hier nach vorne. Nein. Oh, ich war auch in Super Aiki Stream, könnt ihr gerne besuchen. So, ich lasse den Spukball natürlich immer durch auf Ho-Oh. Dann gehen wir jetzt hier, Stoßflug. Entweder er lässt ihn durch oder nicht. Er lässt ihn durch, wir gehen auf Palkia. Das ist ein Himmelsfeger. Den respektiere ich nicht. Nassschweif. Vielleicht hätte ich auf Draco gehen sollen. Vielleicht schildert der auch nicht. Er schildert, okay. Ich muss hier rüber. Ich hole nochmal aus, das ist gut. Und der geht auf Himmelsjäger, ernsthaft? Das ist aber auch nur ein Himmelsjäger. Von daher, okay. Ich mache nur auf großartig. Ja. Und kann perfekt runterfahren. Sehr schön. Ja, ich muss leider schilden. Oh, und der geht auf Unheilbühne, ne? Natürlich kriegt er einen Boost. Natürlich geht er den Bus. Ah ja, lässt drauf gehen. Perfekt.
Ich gehe auf Nahkampf. Perfekt, rüber. Das eine Erscheinen hätte ich gerne noch durchgekriegt. Okay. Nächster Steinhagel. Überlebe ich den? Eigentlich müsste ich den überleben, ne? Ja. Oh, kommt da gleich noch. Er kommt wahrscheinlich eher zum Kraftkloss, oder? Er überlebt, ja. Ja, ich bin eh zu weit vom nächsten Nahkampf weg. Schade. Ah, das Melmetall hinten noch, ne? Ja, er braucht nur auf Kraftkoloss gehen. Das reicht leider. Dieses Set ist jetzt nicht so gut. Komm, aber wenigstens einen Kampf noch gewinnen. Das war plus minus null bleiben. Morgen können wir uns mehr konzentrieren, haben mehr Zeit. Von daher wird das schon. Da bin ich echt guter Dinge. So, Gegner finden, komm. Hallo. Fehler bei der Spielsuche. Oh, das gibt's doch nicht. Komm, ich will noch ein Set speichern. Hopp. Danke. Gegen Kalk Hestis. Oh, und Mewtwo-Führung. Nein. Ich hasse Mewtwos. Ja, hat er auch recht gut getimt. Natürlich. Aber ich überlebe eigentlich immer einen Psychostoß. So. Locke ich was mit Palkia mal raus. Senkung ist da. Psychostoß überleben wir. Okay, Spukball. Ja, Psychostoß wäre schlauer gewesen. Und ich bin froh, nicht geschüttet zu haben. Ich bin wirklich froh, nicht geschüttet zu haben. Und er hat mega viel Energie dadurch verbraten. Ja, ich muss schilden. Oh komm, Boost, really? Oh, ich hasse Togekiss, Leute. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ich. Oh komm. Ernsthaft, Lugia noch hinten? Ah, ich habe einen Zug geschenkt, schade. Ich glaube, ich habe mich mit Zwicker ready, ne? Psychostoß überlebe ich. So. Ja, schön. Auf jeden Fall. Ja, okay, das war's. Das war's. Ah.
Ja, da haut das viel zu viel Schaden raus. Kann nur Sturzflug machen, aber ja. Oh, Mewtwo Lugia Kombi. Mies. Ein 1 zu 4 tut weh. Ein 1 zu 4 tut richtig sau weh. Ich hätte heute nicht spielen sollen. Aua. Ja, nur noch auf 2063. Okay, es soll auch solche Tage geben. Von daher loggen wir uns ein Set ein und morgen geht's weiter. Ziel ist mit dem Team auf jeden Fall Expert zu erreichen. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.